Hallo allerseits und erstmal frohe Weihnachten an alle Zuschauer. Ich dachte, ja, ich könnte ja mal ein kleines Pokepark-Weihnachtsspezial machen. Wir gehen einfach nochmal in die Eiszone und haben hier ein bisschen Spaß zusammen mit allen Pokémon, die hier rumwatscheln. Und ich habe mein letztes Foto gemacht mit Pikachu vor dem, ja, Weihnachtsbaum, sag ich jetzt mal. Er hat auch gerade so schon zugewunken, hat sich das regelrecht angeboten. Und wir stupsen sogar heute mal nicht Kirlie an, denn es ist Weihnachten und heute wollen wir uns alle vertragen. Cousine, ich bin mit meinen Freunden hier, um den Eisbaum anzuschauen und viele Fotos zu schießen. Ach, könnte Empoleon doch nur hier sein. Lass uns kämpfen. Okay, ein freundschaftlicher Kampf. Ich kann es kaum abwarten. Dann hüpf mal los. Und weil ich nett bin, verzichte ich mal auf Donnerschock, aber der Eisenschweif, der ist bestimmt noch härter. Wow! Respekt, Kusilla, aber bei weitem nicht genug. Ah, verloren. Lass uns bald wieder spielen. Nicht so irgendwann wieder, aber da heute Weihnachten ist. Und Shigi! Frohe Weihnachten, Kleiner! Shigi, es heißt. Wie rede ich denn Shigi? Ich heiße ja, wie spreche ich denn nochmal? Shigi? Es heißt, dir sei die Versöhnung von Gyarados und Pegasus zu verdanken, stimmt das? Und das, obwohl du doch kaum größer bist als ich. Das ist ja kaum zu fassen. Lass uns kämpfen. Das freut mich. Ich wollte nämlich noch einmal mit dir spielen. Und in der Ferne hört man wieder Seemops. Komm, Shigi. Wow. Und ich bin echt froh, dass ich den Eisenschweif gelernt habe. Der macht nämlich die Kämpfe um einiges leichter. Ein klarer Sieg für dich. Lass uns demnächst wieder spielen. Ich sollte mir aber mal ein Pokémon suchen, das ein bisschen, boah, größer ist. Seemops ist jetzt nicht so groß. Wie wär's denn mal mit Mamutell? Den haben wir doch vor kurzem aus dem Eis befreit. Der hat doch bestimmt Lust auf ein kleines Kämpfchen. Vorsicht, Krabi! Ungefähr hier müsste es gewesen sein. Genau, da ist Frostierde und Firnontor und Teddy Ursa und irgendwo ist dann auch wieder Ursaring. Ursaring, hallo? Was sage ich? Ich bin froh, wenn er gerade nicht da ist. Hat mir das Leben schon schließlich genug zur Hölle gemacht. Und wer weiß, ich glaube nicht, dass er an Weihnachten nett zu mir ist. Hey Motel, Vorsicht, das Eis, ne? Das könnte brechen unter deinem Gewicht. Unser Dickschädel Napoleon hat sich wieder beruhigt. Ein Streit kann zwar befreundet sein, aber Freundschaft geht auch über alles. Willst du kämpfen? Ich habe das Gefühl, ich werde es bereuen, aber okay, lass uns kämpfen. Gut, lass uns anfangen. Aber mach dir keine falschen Hoffnungen. Ich lasse dich nicht gewinnen, bloß weil du mir geholfen hast. Das sollst du auch nicht. Ich möchte, dass du dein Bestes gibst und wow, gleich so viele KP. Wow, da kommt er gleich angejagt und schießt mit Matsch. Wow, nein, 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 Pikachu! Ah, lauf, 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 Pikachu! Ruckzuck, so weit du kannst. Und jetzt Eisenschweif! Gegen seine fetten Stoßzähne. Nein, Pikachu! Ah, verdammt! Das wird knapp. Aber Donnerschock wirkt, glaube ich, auch nicht, also lasse ich es lieber. Nein, komm, Trevin! Trevin! Oh. Er sieht eigentlich nicht so aus, als ob er besiegt wäre, aber vielleicht hat er einfach keine Lust mehr. Haha, du bist erstaunlich gut. Und Spaß hat es auch noch gemacht. Lass uns Freunde sein. Je größer das Pokémon, desto lieber habe ich jetzt als Freund. Und wenn ich dich jetzt herausfordern würde, hättest du noch mehr KP. Also, lassen wir das erstmal. Und da ist ja auch Ursaring. Hallo, Ursaring. Ursaring. Ich wollte in der heißen Quelle in der Höhenzone baden, aber Tesursa bestand darauf, im Schnee herumzutollen. Mir liegen diese kalten Gefilde nicht, aber netterweise erlaubte mir Phenontor, mich in seinem Iglo aufzuwärmen. Warum? Du hast deine Freundin geschlagen, also verstehe einer Phenontor. Das nenne ich wahre Freundschaft. Sneeble, du bist ein Bild. Gehst du bitte weg? Sneeble, ja, ist gut, du bist cool, aber lass es. Na, willst du nicht gegen mich kämpfen? Oh ja, denn ich habe dir einiges heimzuzahlen.
Natürlich meine ich, es ist Weihnachten. Ich meine, es ist ein... Es ist nur Sport. Wir machen hier... Wir kämpfen nur zum Spaß und so, ne? Bist du bereit? Rücksicht ist für mich ein Fremdwort. Ja, das wissen wir ja, dass Rücksicht für dich nichts Besonderes ist. Diesmal nicht. Ah, diesmal doch. Einmal Eisenschweif noch und nochmal ausgewichen. Und unser Ring fällt leider nicht. Ich hätte es ihm ausnahmsweise mal gegönnt. Ich habe alles gegeben und trotzdem verloren. Aber spaßig war es schon. Bis später. Du bist doch ein Lügner. Mann. Ja, ich lauf lieber weg. Ich lauf lieber weg. Ah! Immer der gleiche Mist mit unserem Siebel. Sorry, Vorsicht. Ich werde verfolgt. Mal wieder. Selbst an Weihnachten dürstet er nach meinem Blut. Aber hey, was macht man denn besonders gerne in der Winterzeit? Schlitten fahren. Oder rodeln, oder wie auch immer ihr es gerade nennen wollt. Keifel. Keifel. Ja, genau. Oh, Vorsicht. Vorsicht, nicht fallen, Pikachu. Wir werden wieder Empoleons Schlitterspiel spielen, aber diesmal mit einem besonderen Pokémon. Empoleon, dank euch habe ich eine wichtige Lektion gelernt. Man muss immer auf seine Freunde vertrauen, vor allem mit Spaß bei der Sache sein. Auch das gehört zu einem starken Herzen. Begibst du dich auf die Pistnuts? Das macht 10 Bären. Sei dir gegönnt, mein Freund. Auf los geht's los. Hier entlang, bitte. Pistnuts, die Regeln kennen wir ja. Mit dabei ist diesmal Pikachu. Ja, man mag es nicht glauben, Pikachu ist jetzt dabei. Wo man meinen sollte, wie kann Pikachu denn bitte hier so runterschlittern? Natürlich mit einem, ja, hier Skibrett, Surfbrett. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das geht, dafür gibt es auch ein Passwort. Wenn ihr das Passwort wissen wollt, das mache ich mal in die Videobeschreibung rein. Ja, Pikachu, Vorsicht, die Flagge, schnapp sie dir. Und jetzt bin ich doch ziemlich abgebremst. Na, Pikachu, du steuerst dich schon ein bisschen bockig. Ah, gerade noch gekriegt und auch noch gekriegt. Und die habe ich verpasst. Dafür kriege ich die beiden und den. Und dann müssen wir auch schon bald da sein. Ja, gerade so verpasst. Aber hier habe ich alle erwischt und naja, hier kann ich glaube ich sowieso nur einen der beiden bekommen. Und noch unter 55 geschafft. Und da wir aber wieder die Bonusleistung geknackt haben, gibt es dafür auch ein paar Beeren. 150! Beeren kann ich ja sowieso mal gebrauchen. Und da wir schon mal hier sind, lass uns doch mit einem anderen Pokémon nochmal runterschlittern. Aber wenn ich hier nur Kanimani spielen könnte. Oder wenn ich nur schon Turtok spielen könnte, das wäre doch cool. Ach, Carpador, komm. Der Backfisch darf auch mal runterrutschen. Ja, yeah, ich freue mich. Denn Carpador hat ja sonst nichts, worauf er sich freuen könnte in seinem Leben. Ich meine, wenn selbst der Pokédex ihn ständig als nutzlos beschimpft, dann tut mir der Fisch irgendwie schon leid. Und sehr elegant hüpfst du da runter. Ich hoffe, deine Steuerung ist zumindest einigermaßen annehmbar. Und die Fahne war genau auf der Seite und ich krieg sie natürlich nicht. Carpador, es hat schon seine Gründe, warum dich keiner nimmt. Aber dennoch ist es lustig, dass man dich in so gut wie alle Minispiele irgendwie eingebaut hat. Ich meine, am Weihnachtsabend, da sollte auch Carpador nicht vergessen werden. Er hat schließlich auch Gefühle. Und unter einer Minute muss ich ankommen. Ob ich das schaffe? 15 Sekunden noch und... Naja, die Steuerung hat gerade so ein bisschen gehakelt. Aber das dürfen wir noch gut schaffen. Und ich krieg doch beide Fahnen.
war gar nicht mal so viel schlechter als Pikachu. Carpador, wow, und wie hoch ich springen kann. Ich bin doch nicht so nutzlos, wie alle sagen. Ganz und gar nicht, da reich erstmal Level 20 und dann wird keiner mehr sagen, dass du nutzlos bist. Und für ein anderes Pokémon haben wir, denke ich mal, noch Zeit. Und Vorsicht, da steht wieder Ursaring. Lauft alle weg! Ich glaube, das letzte Mal hatte ich Shiggy genommen. Plüprin? Ach, nehmen wir... Warlord nicht. Nehmen wir Plinfa. Ui, nochmal kurz schütteln. Und dann geht's ab auf die Pistnuts. Und hier liegt die Bonusleistung bei 54, also nehme ich mal an, dass Plinfa ein bisschen schneller ist. Was ich... Oh, doch, ich denke, Plinfa ist ein bisschen schneller. Aber es ist auch so niedlich, wie es da runterrutscht. Ui, kleiner Pinguin geht auf Tour. Und ich habe die Fahne wieder nicht. Na, aber jetzt und jetzt und genau. Ja, gerade noch erwischt und die auch noch und alle kann ich nicht erwischen. Das ist ein bisschen zu viel für mich. Ganz knapp verfehlt. Auch ganz knapp verfehlt. Aber jetzt. Ja, gut, 10 Sekunden haben wir. Schaffen wir ganz locker. Und nicht ganz erwischt. Unter 50 Sekunden. Plinfa kann sich sehen lassen. Und wieder gibt es 150 Beeren dafür. Und dann habe ich in diesem Video ganz gut was eingefarmt, würde ich sagen. Oh, Kamikaze Pikachu geht richtig ab, ey. Komm ruhig mal wieder. Yep, ich komme mal wieder, aber jetzt gehe ich erstmal noch woanders hin. Zurück in die Eiszone, weil wir ja nicht sowieso schon in der Eiszone sind. Ja, und Pikachu bereitet sich schon auf Empoleon auf Ursaring vor. Für den Fall, dass Ursaring dann gleich wieder steht. Aber nein, ich wollte noch einmal zum Baum. Hey Shiggy, was geht? Ich meine, hier ist der Ort, wo wir alle zusammenkommen. Killia, nicht wahr? Der geschmückte Eisbaum ist zu schön, um wahr zu sein. Traumhaft. Das verdanken wir dir allein. Bitte sei mein Freund. Na, da ist ja gut, dass ich dich angesprochen habe. Frohe Weihnachten wünsche ich dir und auch euch, meinen Zuschauern. Ich hoffe, ihr lasst euch reich mit Geschenken überhäufen. Aber vergesst auch nicht eure Freunde. Macht ihnen eine Freude. Und es geht ja nicht nur um Geschenke. Unternehmt was mit eurer Freunde, eurer Familie. Macht euch einen schönen Tag. Und sonst kann ich gar nicht viel sagen. Außer, jetzt ist erstmal eine Weile Winterpause. Die werde ich gut nutzen. Ich hoffe, ihr werdet auch in dieser Zeit einiges vorhaben. Und wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Also wünsche ich euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal.